Hallo, schönen guten Tag, hier ist Alex aus Wien. Wie schon angekündigt, werde ich oder möchte ich euch die Tabacke, die ich für Jänner und Februar vorgesehen habe und ja schon in meinem ersten Video gezeigt habe, kurz besprechen. Auch in dem Video habe ich gesagt, dass ich hauptsächlich Virginia rauche, aber auch Aromaten. Hier und da halt, es gibt ja sehr viele angenehme Virginias, die mit kräftigen Tabaken bestückt sind oder vermischt sind, gemixt sind und die zur besseren Bekömmlichkeit unterschiedliche Zutaten erhalten. Einer davon seht ihr auf dem Bild. Es ist der Hagenius oder Hagenius, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Holländischer Tabak. Eine typische englische Mischung mit den bekannten Ingredienzien. Man sieht es schon an den Tabaken da drinnen, dass da doch etwas Dunkles drinnen ist. Das ist sowohl Cavendish als auch ganz leichter syrischer oder zypriotischer Latakia. Zusätzlich halt aircured, also mit luftgetrockneten Cavendish und Brasilien-Tabaken. Was man sich darunter vorstellt, weiß ich nicht genau, aber es sind auch sehr viele alte Virginias dabei und das ist leicht geflavored mit Wild Berries, also englischen Beeren. Schmeckt ganz hervorragend und ich liebe diesen Tabak, weil er eben durch diesen Latakia nicht nur würzig wird, sondern auch kühl zu rauchen ist und vor allem dieser leichte Latakia, es ist kein aufdringlicher Latakia-Geruch. Es ist ein ganz feiner syrischer Latakia, der die Geschmäcker der Beeren und vor allem auch der anderen Tabake richtig herauskitzelt. Er ist leicht zu rauchen, von oben bis unten in der Pfeife. Ich habe hier eine kleine, die sieht man auch schon auf dem ersten Video, das ist ein Ascorti. Eine, wie soll ich sagen, eine Sonderanfertigung vom Roberto, die er anlässlich seines Besuchs in Wien, da war er bei meinem bevorzugten Pfeifengeschäft, dem Christian Zink im 10. Bezirk, und da haben wir uns unterhalten und er hat die dann gebaut. Und wir haben die dann mehr oder minder zusammengestellt, also diesen Spigot, das hätte er nie gebaut, das wollte ich unbedingt drauf haben. Und diesen gelben Filter hinten dran, oder diesen Stem hinten dran, das hat er mit Widerwillen und unter Zureden seiner entzückenden Gattin dann doch gemacht. Also das Gelb muss ich mich bei seiner Frau bedanken, dass sie das wirklich durchgezogen hat. Raucht sich ausgezeichnet, ist wirklich angenehm in der Hand und ist gefiltert. Allerdings verwende ich die Savinelli Balsa-Filter, hier geblieben. Ich bin der Meinung, dass sie besser filtern, also vor allem die Feuchtigkeit und die Feuchtigkeit, die man selber des Tabaks und die Feuchtigkeit, die man selber eben entwickelt, als die herkömmlichen Filter von VN oder sonstigen Stainwell, wer auch immer die mit Aktivkohle hat. Vor allem bei größeren Pfeifen, vor allem bei gebogenen Pfeifen, ist es wirklich aus meiner Sicht notwendig. Den Tabak genießen heißt, also sich wirklich Zeit zu nehmen und wenn möglich in einem größeren Kopf einpacken. Das da ist ein Standard Poker, mittleres Füllvolumen. Normalerweise rauche ich diesen Tabak
aus diesem schönen Gerät vom österreichischen Pfeifenmacher Prama. Das wird sicher ein eigenes Video werden für den Josef Prama. Er ist wirklich ein hervorragender Pfeifenmacher, der es wirklich verdient hat, dass man ihn auch häufiger erwähnt. Der zweite Tabak, den ich natürlich nicht doppelt rauchen kann, ist der Erin Moore. Ein typischer englischer Tabak, früher bei Murray's hergestellt, hat auch verschiedene Virginias und eine zitronige Beigabe, Zitrusbeilage. Früher haben die Leute immer geglaubt, das ist Ananas, also Pineapple, weil eine Ananas da drauf abgebildet war. Jetzt bei dieser neuen EU-Vorschrift sieht man natürlich solche Sachen nicht mehr. Es ist auch nicht mehr diese kopierte alte Box. Das ist nur eine englische Box. In Österreich oder in Deutschland gibt es die ja gar nicht mehr. Ist zwar in Dänemark hergestellt, aber für den englischen Markt, weil die Engländer auf solchen Dosen lange beharrt haben, jetzt halt nicht mehr. Vielleicht machen sie es dann wieder, wenn sie Europa verlassen haben. Die meisten haben also 5 Tabake vorgestellt. Ich habe jetzt noch 2. Einen, den Peterson. Die Christmas Edition ist ja schon vielfach besprochen worden. Hauptsächlich mit großem Enthusiasmus. Ich muss ehrlich sagen, für den Preis, in Österreich kostet er fast 33 Euro. Da gibt es Besseres und Billigeres. Und gleich meine Alternative dazu, auch von der Süße her ganz angenehm, ist die, und auch vor allem bekannter wahrscheinlich bei den Rauchern, die Pfeifenhuber Auslese Nummer 3. Das ist ein schöner Tabak, wirklich ähnlich wie diese Mischung hier, aber halt mit Nougat und vielleicht auch ein bisschen mehr Schokolade drinnen. Vom Genuss her unvergleichlich gut. Raucht sie gut durch, halt wie bei jedem Aromaten, bei diesem Curly Cut, halt muss man aufpassen, dass die Pfeife nicht zu heiß wird. Auch hier große Köpfe vorgeschlagen. Ich hoffe, dass euch dieses kleine Video gefällt. Es ist halt meine Art, das vorzustellen. Wie gesagt, wie immer, Kommentare unten anführen oder ja, einfach abschalten. Danke sehr. Aufmerksame Zuhörer und vor allem Pfeifenraucher, die Huber-Tabak rauchen, denen wird es aufgefallen sein. In der Schnelle habe ich die falsche Dose erwischt. Gemeint war natürlich die Auslese Nummer 5. Danke sehr.